Willkommen zurück zu Dungeon Keeper. Wölfe greifen an, my lord! Aber hier scheint auch einiges zu sein. Hier ist ein Raum, hier ist ein Raum. Da oben ist noch ein Raum. Ja. Da werden wir jetzt einiges finden, hoffe ich. So, dann werden wir jetzt die Werkstatt wollten wir bauen. Dann werden wir uns hier noch ein paar Räume genehmigen. Da ist mein Gefängnis. Und natürlich das Äquivalent zum Gefängnis. Die Folterkammer. Da müssen, glaube ich, einige Plätze bereitgehalten werden für die ganzen Zauberer. Sehr gut. So. Wow. Lange Gänge. Aber naja, egal. So, dann werden wir hier jetzt natürlich erstmal eine Werkstatt errichten. Wie wir uns das auch schon gedacht haben. Dann haben wir die Baracken gerade erforscht. Die müssen wir natürlich auch noch errichten. Und das wird wieder so ein kleiner Raum hier. So, darum werden sich drei Imps direkt kümmern. Meine Impfzahl ist gerade auf 29 gesprungen. Oh. Einer unserer Imps ist draufgegangen. Und hier sehen wir auch den Grund. Eine Indie-Falle, ein rollender Stein. Verdammt. Alles klar, also muss ich hier auf die aufpassen. Der springt irgendwann. Der gute alte Stein. Aber das ist er natürlich noch nicht. Und unsere Imps wollen natürlich diese Chance direkt nutzen, um massenhaft Selbstmord begehen zu können. Lieber nicht. Nein. Okay, los, schneller, noch schneller. Nein. Komm schon, Leute. Oh oh. Ich kann nicht. Oh Gott, da kommt noch mehr. Los, schnell. Die sind dumm. Gut, sie haben wenigstens die Falle entschärft. Hm? Waren ja nur drei. Okay, ich hoffe, das war jetzt die einzige Falle dieser Art. Ja, ich weiß. Wow. Ein gutes Beispiel für schlechtes Timing. Okay, da gebe ich meinen Imps doch lieber was zu tun, dann rennen die da nicht alle massenhaft ins Tod. Falls dann noch eine sein sollte, ist ja gar nicht gesagt. So. Aber wir haben ein Secret gefunden. Transfer Creature, das ist doch super. Noch brauchen wir das nicht, aber eventuell bald. So, und hier ist noch eins. Alle steigen ein Level auf, sehr nice. So, das werden wir direkt auch bearbeiten und hier uns eine kleine Schatzkammer bauen. Und mit klein meine ich etwas größer. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, alle hierhin. Arbeiten. So.
Da wird Gold abgebaut, hier wird Gold abgebaut. Sehr gut. So, gigantischer Tempel. Und hier wollten wir eine Baracke bauen. Da haben wir schon das Gefängnis erforscht. Das Gefängnis hat hier Platz. Also die unendlichen Quellen, die bringen natürlich eine konstante Einnahme, aber es ist natürlich besser, wenn man, wie wir es in Level 3 oder so hatten, mit diesen drei Quellen nebeneinander. Da konnte man gut eine Schatzkammer drum bauen, da konnten viele eben gleichzeitig arbeiten. Hier können ja immer nur drei haben. Das ist ein Problem. Okay, hier haben wir irgendwas Merkwürdiges. So, ja. Also hier ist noch was Secret-mäßiges drin, werden wir uns aber gleich drum kümmern. Erstmal wollen wir uns doch hier um die Secrets kümmern. Das werden wir vorbereiten, indem wir die zwei Steine hier noch wegkloppen. Ja, unsere Kreaturen sehen schon, oh, Level 6, sehr schön. Schon recht hochgelevelt aus. Weiterarbeiten. Unsere Mistress auch Level 6. Da haben wir noch einen Level 10er im Petto. Sieht gut aus. So, dann fehlen uns noch zwei Räume, haben wir gerade gesehen. Eins ist die Folterkammer und das andere. Werden wir wahrscheinlich dann sehen. Ja, hier höre ich Fußgestapfe. Da werden wir uns ja gleich drum kümmern. So, erstmal schalten wir das ein. Und dann werden wir uns hier in das neue Gebiet vorbuddeln, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall so aus. Los, schneller. Weitermachen. So, dann einmal Levelaufstieg und Kreaturentransfer. Das werden wir uns gleich genehmigen. Genau. Ach, da sehen wir auch schon Helden. Nein, das sind Bogenschützen. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber unsere Leute kriegen das trotzdem alles geclaimt? Oh nein! Oh, ich habe noch keinen Heal, sorry. Ah nee. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So. Unser Baba hat gerade nichts zu tun. Dann kann er da auch arbeiten. So. Okay, vielleicht ist das nicht so klug. Dann werden wir jetzt hier einfach ganz viele unserer Kreaturen. Ah, einer unserer Imps wurde gerade weggesnipert. Und liegt da. So. Alles klar. Schon wieder ein Imp getötet. Ja, alles klar, gut. Obwohl wir Gefangene nehmen, sind die meisten jetzt doch gestorben. Von den Bogenschützen. Aber die, die überlebt haben, werden sich wünschen, dass sie das nicht hätten. So, aber um den neuen Spell zu erforschen, den ich noch brauche, um die zu übernehmen in der Folterkammer, brauchen wir erstmal die Magier da. So. Dann bauen wir hier noch den relativ teuren Raum, die Folterkammer. Und da brauchen wir natürlich auch erstmal ordentlich was. Okay, eventuell haben wir den jetzt doch erforscht. So, ja, ich lasse jetzt die drei Imps tot, weil
Die begeben wir hier zu oft selbst und auf der Karte. So. Das Fragezeichen hier können wir auch abbauen. Das Fragezeichen steht jetzt nur noch für die toten Helden, die hier rumliegen. Ja, da konnte unser Papa jetzt gar nicht mehr so viel tun. So. Gut. Beide sind wieder voll ausgerüstet und jetzt können sie hier gefoltert werden. Die kleinen Elbleins. Und denen werden die Ohren lang gezogen. Sehr grausame Foltermethode. Naja. Für die bestimmt. So, dann nehmen wir jetzt mal unser Barbaren und treten hier die Tür ein. Eisentür dauert ein bisschen. Und da scheint es direkt wieder Trouble zu geben. Und dann setzen wir hier einfach mal einen ganzen Schwall unserer Leute hin. Leute? Na gut. Mach das. Alleine. Ich will da irgendwas, was Blitze schießen kann. Level 7? Ja, Level 10 dabei, das wird schon klappen. Dürfte reichen, oder? Ja. Alles klar, hier haben wir einen Magier und eine Zauberin oder so. Irgendwas, was jetzt tot ist. Der Magier wird weggefurzt. Und Kreaturen wiederbeleben. So, Gefangener. Zwei Gefangene konnten wir nehmen. Und ein Friedhof haben wir hier entdeckt. Ja, der wird weiter gefoltert. So, wir haben jetzt den neuen Raum. Einen Friedhof. Und den werden wir, denke ich mal, hier hinsetzen. Da können wir jetzt tote Kreaturen draufladen. Ah, die Bibliothek eingenommen, sehr schön. Wurde schon angekündigt, dass hier irgendwie Zauberer am Werk sind. Kann der Leiche jetzt wegräumen, sehr schön. So, Kreaturen wiederbeleben, den brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Und, ah ja, den Riesen haben wir jetzt hier im Gefängnis. Der kommt natürlich auch in die Folterkammer. Okay, er wird sackgefoltert. Und dann würde ich mal sagen, mit der Eroberung dieses ersten Raumes machen wir Schluss für diese Folge. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.